Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part haben wir die legendäre Welt S mit Luigi betreten. Und heute ist mal wieder Mario dran. Luigi braucht erstmal eine Pause. Und in diesem Part wird es auch sehr, sehr schwierig. Also Mario kriegt die schwierigeren Aufgaben als Luigi. Denn ja, Welt 6 ist zwar abgeschlossen, dank Luigi. Aber in Welt S gibt es die ersten Kometen der ersten drei Galaxien. Und die wollen wir in diesem Part, oder zumindest ein, zwei davon, oder vielleicht noch mehr in diesem Part schaffen. Aber für uns geht es erstmal in die nächste Galaxie weiter. Mit 90 Sternen kommen wir hier voran. Und ja, auf diese Galaxie freue ich mich schon so, na, eher weniger. Mal gucken, was daraus wird. Das ist die Trümmer-Tornado-Galaxie. Und die geht ganz schnell vonstatten, wie man sieht. Langsam Toxbox, sachte Wump. Toxbox, okay. Das sind Dinge, die man aus Super Mario Galaxy 1 kennt. Und zwar diese Würfel da. Und auch dieses Level kennt man aus Super Mario Galaxy 1. Nur, dass es im ersten Teil noch einfacher war. Denn in Super Mario Galaxy 1 gab es, glaube ich, auch Silbersterne, die man hier sammeln muss, wie man sieht. Aber, ja, im ersten Teil ging es nicht so schnell vonstatten hier. Es gibt zwar diesen Knopf hier, das halt verlangsamt hier alles. Aber so ganz ist das auch kein Trost. Wir gehen erstmal hier hin, denn hier gibt es den ersten Silberstern. Wir könnten entweder hier gut timen, hier so durch, oder wir... Ich time mal gut. Problem ist, wenn wir getroffen werden, dann sind wir halt gleich tot. Okay, gut getimed. So, jetzt müssen wir mal gucken, auf welches Feld wir können, da wo die Münze ist. Damit wir hier lang können. Wir hätten zwar schon einen Sprung darüber machen können, aber das war mir dann jetzt doch schon ein bisschen zu viel. Außerdem gibt es hier einen Silberstern und wir sind tot. In diesem Part wird wirklich gefällt. Ob wir Game Over gehen? Ich weiß es nicht. Wir haben nicht so viele Leben. Das gefällt mir nicht. Nicht so viele Leben. Dann probieren wir es nochmal neu. Ich werde jetzt auch nicht bei jedem Fall hier schneiden. Oder so. Weil ihr sollt die Schwierigkeit mitverfolgen können. Natürlich, wenn ich am Ende irgendwie sterbe, ganz lächerlich oder so, dann werde ich natürlich schneien. Aber am Anfang jetzt hier zum Beispiel noch nicht. So. Hier muss ich ja lang wegen dem Silberstern. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich habe jetzt einen Plan. Ich habe einen Plan. Und zwar, ich arbeite mit diesem Feld dort. So, dann hole ich mir den Silberstern. Und dann weg hier, hier rüber. So. Ah! Das Problem ist, wenn ich hier in diesen Sog runterfalle, dann sterbe ich. Daher, mal hier, das hier nehmen. Dann ist es ein bisschen einfacher, aber komme ich da auch auf diese Plattform drauf? Für... Ja, sehr schön. Ich brauche halt die Kometenmünze. Ein Stückchen nach vorne gehen. Oh, ich muss da springen, shit. Nein! Shit! Ach nee! Ah! Der letzte Part lief noch ganz gut. Der jetzige Part nicht mehr. Und ja, na, mal gucken, mal gucken. Wir machen nochmal das Ganze. So, jetzt hier durch. Wir könnten gleich hier hinspringen, das wäre ganz gut, aber ich brauche den Silberstern dort hinten. Ich brauche den. Er kommt gerade zurück. Diesmal versuche ich das ein bisschen schneller hinzukriegen. Bedeutet, ich gehe gleich hier hin. Hier rauf und dann hier zum Silberstern und dann gleich hier rüber. So. Dann. Warte, kurz warten. Und jetzt. Weil dann kann ich das Ding da. Nein! Ich will das Ding da mitnehmen. Nein! Och nee. So, da wir die ersten zwei Silbersterne schon öfters jetzt hier sehen. Moment, warum habe ich nur einen? Habe ich jetzt einen ausgelassen? Hä, ich habe doch... Ach, da ist der zweite. Ich wollte gerade sagen, habe ich einen ausgelassen? Aber nee, habe ich nicht. So, und dass ich da eben nicht mal auf die Plattform drauf kam, das war sehr belastend. Komm, ah, es ist schlechtes Timing. Aber dieses Mal hat es wunderbar funktioniert. Da hinten ist ein Silberstern, aber da müssen wir auch erstmal...
hinkommen. So, hier auf die Plattform drauf. Sehr, sehr schön. Hier hin. Jetzt geht es rüber. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt rüber gehe, dass ich keinen Silberstern auslasse. Wow. Ja, komm hier rauf. Hier rauf. Danke. So, jetzt brauchen wir eine Plattform, wo wir sicher sind. Und zwar auf dieser Plattform sind wir sicher. Da warte ich kurz und dann gehen wir weiter. Da gibt es ja noch einen Silberstern. Daher, wir müssen da nochmal lang. Ah. Da ist der Silberstern. So, und dann jetzt hier rauf. Wunderbar. Wir haben schon mal ein Stück geschafft. Wie ihr seht, es gibt keine Checkpoints. Gab es in den anderen Leveln bisher auch noch nicht. Also, wir können hier keine Checkpoints erwarten. Und es ist einfach nur noch Hardcore. Einfach nur noch Hardcore. So, ich brauche den Schalter da hinten. Okay, dann gleich hier loslaufen. Mit einem Weitsprung komme ich dann nach hinten. Und dann kann ich hier Rast machen. Mal kurz gucken, wo bin ich denn sicher? Da beim One-Up-Feld? Ja, bin ich. Jetzt. Gut, dass es diese Dinger manchmal gibt. Ab und zu, aber ja, meistens helfen die mir auch nur so ein bisschen. Ein bisschen. Aber ich will es jetzt schaffen. Ich will es jetzt schaffen. Gut, wo der Block hier ist, da ist man sicher. Dann geht's weiter. Hier bin ich sicher. Dann da hinten bin ich ein weiteres Mal sicher. Oder hier oben drauf. Gehen wir hier oben drauf. Aber ich muss zum Silberstern. Silberstern Nummer 4 ist das. Okay. Und da ist der letzte Silberstern. Wir haben es gleich geschafft. Nur an diesem Plattform nochmal vorbeizukommen, da braucht es Timing. Wow, ich dachte gerade kurz, der schiebt mich runter. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft mit Kometenmünze. Und das war wirklich schwierig. Das war sehr, sehr schwierig. Na komm, geh dahin. Geh dahin. Hol dir den Stern. Danke sehr. Abspeichern. Sehr, sehr wichtig. Aber gut. Aber gut. Das ist jetzt der Stern 112. Wir hatten im letzten Part noch die Schnappzahl erreicht. Und wie gesagt, das ist ein Level aus Super Mario Galaxy 1. Und dementsprechend hier erschwert. Und der Komet kommt ja auch noch auf uns zu. Also, ha! Wir gehen jetzt so weiter und es ist die... Nein, das ist die Galaxie. Gut, der normale Stern ist noch machbar. Ich glaube, da gibt es jetzt auch Checkpoints, wenn ich mich recht erinnere. Aber ein Kometen dann nicht mehr. Das ist jetzt noch die letzte Aufgabe, die wir in diesem Part machen. Die letzte normale Aufgabe. Das intergalaktische... Die intergalaktische Bossparade. Hol dir den Titel Galaxienmeister. Boah, wenn ich den Titel dann habe, bin ich froh. Denn hier warten ganz spezielle Bosskämpfer auf uns. Ah, dazu gleich mehr. Und der erste gibt's. Den ersten gibt's hier jetzt schon. Das, man könnte meinen, das ist der Boss aus der ersten Welt, aus dem ersten Level. Ja, ist es. Aber nicht das erste Level von Super Mario Galaxy 2. Sondern das erste Level von Super Mario Galaxy. Denn hier erwarten uns Bosse aus dem ersten Teil. Die verschiedensten Bosse. Keine Endboss-Gegner, also bedeutet nicht. Bosse aus der letzten Galaxie einer Welt, aber dennoch von normalen Leveln die Bosse. Und das ist der erste. Der war noch ganz einfach, die Piranha-Pflanze. Dann merkt ihr, es gibt Ähnlichkeiten zum ersten Boss aus dem zweiten Teil. Und ich finde den hier nochmal ein bisschen krasser. Aber es bleibt nicht der einzige Boss aus dem ersten Teil. Das ist noch der einfachste. Das ist doch der Boss, den man ganz schnell und easy kriegen kann. Wie man sieht. So wie der erste Boss aus dem zweiten Teil halt. Ja, und nachdem halt schon das letzte Level 1 aus dem ersten Teil war. Und davor das Level ein Level aus Super Mario Sunshine war. Geht es halt hier weiter. Und das ist ein Level, woran ich mich schon seit langem erinnert habe. Und nun geht es weiter. Der nächste Boss. Der Oktopus. Der schmeißt ab und zu Melonen. Und die müssen wir ihm zurückschleudern. Und ich find's, um ehrlich zu sein, mega geil, dass hier Bosse
aus dem ersten Teil nochmal auftauchen, weil die Bosse, die waren alle sehr innovativ aus dem ersten Teil, natürlich aus dem zweiten Teil auch. Also ich muss sagen, die Bosse aus dem zweiten Teil sind mindestens genauso gut wie vom ersten Teil. Wenn nicht sogar nochmal ein bisschen innovativer. Aber auch diesen. Oh nein, nicht diese Dinger. Die haben wir bisher noch nie gesehen hier im zweiten Teil. Die gab es aber auch häufiger im ersten Teil, denn die kann man nicht besiegen, diese kleinen Viecher. Normalerweise kann man die ja mit einer Wirbelattacke außer Gefecht setzen und dann, wenn man sie berührt, kommt eine Münze raus. Dieses Mal hier nicht. So, hier unten war damals, glaube ich, ein Wonderpilz. Dieses Mal der Maxipilz und die Kometenmünze. Habe ich mich auch gerade so noch dran erinnert, dass hier unten auch was war. Beinahe hätte ich es vergessen. Gut, wir haben 6 Leben, das ist sehr, sehr schön. Nun kommen wir zum nächsten Boss. Ein Maulwurf. Die haben wir ja auch erst letztens irgendwann mal in der Galaxie gesehen, wo ich sagte, ja gut, die gab es im ersten Teil. Ja, es war die Monster Arena Galaxie oder wie die hieß. Die gab es im ersten Teil. Aber ja, hier bisher noch nicht. Und auch dieser Maulwurf, der gehört zur selben Familie, zu den anderen Maulwürfen. Und wenn der rauskommt, muss man eine Stampfattacke machen. Ich glaube, es war einer der schwierigeren Bosse im ersten Teil, wenn ich mich recht erinnere. Der, gerade der damalige Komet, denn es gab ja auch im ersten Teil schon Kometen. Der Risikokomet damals, war das, glaube ich, hier. Das war nicht gerade einfach, den mit nur einem Leben zu besiegen. So, von wo kommt er an? Von dort hinten. Er muss nah genug rankommen, erst dann können wir eine Stampfattacke ausführen. Und zwar jetzt. Jetzt haut er ab. Nein, der haut nicht ab. Stimmt, das habe ich völlig vergessen. Da bin ich jetzt nur drauf eingefallen. Das habe ich komplett vergessen, dass er dann nochmal ankommt. Gut, kann man halt auch nicht gleich wissen. So, zack, er kommt nochmal an. Diesmal wütend und jetzt hinterher. Na, schade. Nein, er baut sich wieder rein. Shit. Oh, meine Leben sind gleich weg. So, jetzt nochmal. Komm, jetzt muss ich den kriegen. Wir haben ihn. Sehr, sehr schön. Puh. Ah, das war's noch nicht. Es geht noch weiter. Uhu. Freue ich mich. Gibt's hier noch eine Münze oder so? Vielleicht hier drunter? Nee, alle Münzen sind schon aufgebraucht. Na toll. Na toll. Ich weiß jetzt nicht, welcher Bosskampf als nächstes kommt. Oh nee, der. Und hier gibt's einen Checkpoint. Nice. Hier gibt es Münzen, also brauche ich hier den Nummer nicht bezahlen. Aus der Spukgalaxie oder wie die auch immer hieß. Das war mein. Das ist mein Lieblingsboss aus dem ersten Teil. Weil ich den halt so mega geil finde. Aber der ist auch nicht gerade einfach. Der schmeißt gleich Steine und auch schwarze Steine. Daraus kommen schwarze Buhus. Haben wir bisher hier auch noch nie gesehen. Und die können wir herumschleudern. Die gab es, wie gesagt, auch im ersten Teil. Ups, das war aber nichts. Ich muss erstmal hier wieder in die Steuerung reinkommen und dann dagegen. 2 Hits hat er jetzt inzwischen. Ja, die gab es auch im ersten Teil, diese schwarzen Buhus. Hier haben wir sie bisher noch gar nicht gesehen. Aber ich finde es schön, dass es so ein paar Dinge gibt, die Teil 1 exklusiv sind. Die es im zweiten Teil nur hier in dieser Galaxie gibt. Jetzt müssen wir dagegen. Nee, warte, wir müssen die Buhus dagegen stoßen. Nein. Na komm, dreh dich endlich. Danke. Komm. Nein. So haben wir ihn. Aber er ist noch nicht besiegt. Denn jetzt wird es erst schwierig. Denn jetzt kommen seine Hände dazu. An die Bosse kann ich mich auch noch ein bisschen mehr erinnern als die anderen Bosse, weil das Mario Galaxy Let's Play ist ja erst 4 Jahre her. Ach, sind ja auch schon fast 4 Jahre. Wow. Aber dennoch, 4 Jahre sind weniger als die. Weiß nicht, wie viele Jahre bei Super Mario Galaxy 2 ist. So, er wollte gerade mit den Händen angreifen. Okay, jetzt macht er's. Aber wir konnten ihm schon mal 2 Hits geben. Das ist das Schöne, man kann mit 2 Boosts gleich 2 Hits verteilen. Nein, warum habe ich mich da jetzt treffen lassen? Das ist jetzt ein bisschen unnötig. Und wie man gerade auch gesehen hat, man kann auch die Hände angreifen. Ja, dadurch kann er dann selber nicht mehr so wirklich angreifen, wenn die Hände down sind. Aber die spawnen irgendwann neu. Daher, es macht nicht so viel Sinn.
Greift lieber den Boss an sich so an. So, dann sind wir hier auf einer, auf einem kleinen Kometen. Und dann gibt's da den Stern, das sieht man am Schimmer. Das ist auch nochmal ein weiterer Boss. Denn damals wurde der erste Boss nochmal gemacht, nur ein schwieriger. Und der ist wirklich schwierig. Denn dein komischer Schwanz hinten brennt ab und zu. Mal ist die Flamme aus, mal ist sie an. Gut, jetzt war ja noch in der Eierschale drinne. Jetzt war es ja relativ machbar. Aber jetzt zum Beispiel konnte ich ihn nicht angreifen. Jetzt auch noch nicht. Ah, die Münze brauche ich mal, danke sehr. Dann kann ich ihn dann endlich angreifen. Jetzt. Daher, man muss da ein bisschen warten. Bisschen geduldig sein. Jetzt rastet er aus. Das ist meiner Meinung nach sowieso die schwierigste Stelle, weil jetzt hinterlässt er noch einen Schweif. Dann hätte ich angreifen können, aber ich war nicht nah genug. Jetzt. Boah, gerade so noch hinbekommen. Aber er ist immer noch nicht besiegt. Also er will immer noch mehr. Jetzt schmeißt er noch solche Feuerbälle. Oh. Das wird hier jetzt nichts. Komm jetzt. Nein, shit. Shit, shit. Ah! Ich krieg den nicht. Ich krieg den jetzt. Sehr schön. Wir haben's. Aber auch der Komet hier wird sehr, sehr schwierig werden. Und apropos Komet, jetzt ist Zeit für die ersten Kometen der Welt S. Bevor wir halt weitere Galaxien machen, denn weitere Galaxien machen wir erst im nächsten Part. Oh, was ist jetzt los? Fehlt noch hier noch jemand? Okay, jetzt bin ich überfragt. Ja gut, es geht weiter zum Luma. Ich weiß gar nicht, ob... Nee, wir haben noch nicht mal die Sternteile zusammen. Ja, moin. Oh, wie schön, ein grüner Luma hat dich nach Hause begleitet. Sie sind wirklich nicht häufig anzutreffen. Ein grüner Luma. Er hat sicherlich einige interessante Geschichten auf Lager. Warum gehst du nicht mal zu ihm und sagst Hallo? Ja, die grünen Lumas, die waren damals für grüne Sterne verantwortlich in den Challenge-Galaxien. Das war einerseits der Ball, den wir ja hier schon kennen, und zwei andere. Einmal Surfen und das andere war was mit dem Blasen. Ja, und dafür waren die zuständig. Was hat denn der zu berichten? Die grünen Sterne zusammen, das ist unsere wahre Bestimmung. Der Legende nach wird wahre Größe dem zuteil, der alle Sterne sammelt. Wie aufregend. Das ist ja eigentlich mein Ziel. Grüne Sterne, gibt's hier auch grüne Sterne? Wer weiß. Was für uns zählt, sind jetzt die Kometen. Und wir fangen vorne an. Bei dieser Galaxie. Pixel Mario Galaxie. Der Komet. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, wir werden alle Zeit hier brauchen. Würde ich mal schätzen. Wenn, weil der Komet ist nicht gerade einfach. Das Luigi. Lila Münzen. Luigi Mosaik. Im letzten Part war Luigi auf dem 8-Bit Mario. Dieses Mal ist Mario auf dem 8-Bit Luigi drauf. Wir müssen lila Münzen sammeln. Und wenn das noch nicht alles wäre. Es geht noch weiter. Wir müssen alle Münzen sammeln. Es gibt ein Zeitlimit. Und dazu Schatten Marius. Willkommen in Super Mario Galaxy 2 Welt S Komete. Willkommen hier. Und das ist krank, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, ob ich es beim First Try hinschaffe. Hinkriege. Oh, hinschaffe, was ist denn das von Deutsch mal wieder? So, hier braucht man einen Weitsprung. Gehe ich gleich mal noch dort hinten hin. Dann kann ich die lila Münzen hier gleich einsammeln. Hier ist Taktik gefragt. Bedeutet, welche lila Münzen macht man zuerst? Wo geht man zuerst hin? Weil die Schatten-Marius hören nicht auf, wie man sieht. Obwohl, doch, irgendwann ist gut mit dem. Und, das ist sehr, sehr schwierig hier. Und wenn man hier runterfällt, auch in die Grütze da rein. Dann war's das. Dann ist man tot. Nochmal alles von vorne machen. Gut, hier kann man ohne Probleme langlaufen. Das finde ich super. Dann machen wir es auch mal. Und dieses Zeitlimit, das ist ja auch nochmal krass. Wir haben jetzt nur noch eine Minute Zeit. Und das ist gerade hier ein bisschen... Oh!
dass ich mich daraus jetzt gerettet habe. Kurzzeitig dachte ich, okay, ich bin tot. Habe ich zumindest kurzzeitig gedacht, als hier, als ich die lila Münze verpasst habe. Schau dich um. Das ist ein guter Tipp. Danke, dass es da ist, weil das hätte ich vor Anspannung gerade wirklich vergessen. Muss ich dazu sagen. Ah, es fehlen nur noch 13. Komm, wir kriegen das hin. Wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. Ey, wenn ich das im First Try schaffe. Da hinten fehlen auch noch mal welche. Oh oh, 13 Sekunden. Komm, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Bitte, bitte, bitte. Ja! Bitte Zeit stoppen. Zeit stoppen und jetzt nicht sterben. LOL! Wow. Ersten Versuch hinbekommen. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich damals gebraucht habe. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Wow. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Gut, es war zwischenzeitlich auch Glück. Es war wirklich Glück, muss ich dazu sagen. Boah. Das heißt, wir haben so noch Zeit für einen weiteren Kometen. Aber ist jetzt auch der Komet. Dann machen wir noch die Galaxie mit dem Ball. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Wäre natürlich geil, wenn wir noch die dritte Galaxie schaffen würden, aber ich denke mal, das schaffen wir nicht. Puh. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht, ey. Kometenalarm. Lila Münzen auf der Regenbogenpiste. Es geht hart weiter. Es geht wirklich sehr, sehr hart weiter. Ich hatte gehofft, dass es hier irgendwas mit Zeit oder irgendwie so zu tun hat. Oder irgendwas anderes. Aber lila Münzen. Muss man alle lila Münzen sammeln? Das heißt, wenn man eine auslässt auf der Achterbahn, dann ist ja vorbei. So, mit Zeit. So. Zeit, nicht Zeit, sondern Cam ist jetzt auch am Start. Gut, meine Haare sind jetzt ein bisschen wild durcheinander, weil ich gerade hier so mit der Hand war. Sammle 100 Münzen. Also nicht alle. Es gibt insgesamt nur 110. Ernsthaft? So, ich gucke jetzt auch hier nach links, weil da der Bildschirm. Oder ich könnte auch eigentlich da hingucken, dann ist es für euch. Ich habe schon eine ausgelassen. Okay, ich zähle mal. Warte, ich muss mal hier kurz Pause machen. Die Cam muss woanders hin. Die Cam mache ich mal oben links hin. Weil dadurch seht ihr nicht, wie viele Münzen ich habe. Gut, dass mir das jetzt noch aufgefallen ist. Zeitlimit und dann das da noch. Ja gut, ich habe jetzt auch am Anfang viel Zeit verloren, da ich halt die Cam angemacht habe. Ich will hier sind die lila Münzen ein Muss. Ich glaube, ihr seht auch meine Wii-Verbindung nicht ganz so. Ich vergeude hier viel zu viel Zeit. Weiter geht es, weiter geht es. Die haben wir jetzt alle bekommen. Ist ja nur eine wieder Münze, glaube ich, ausgelassen. Komm jetzt, Beeilung, Beeilung. Nein, nein. Vier Münzen ausgelassen. Sieben Münzen ausgelassen. Na toll. Achte, wenn ich jetzt noch zwei auslassen, dann ist vorbei. Natürlich nehmen sie den schwierigen Weg. Ja, geht doch da. Ich mach doch hier. Shit. Ne, die brauche ich unbedingt da. Ah, 20 Sekunden, ich muss jetzt so weiter. Komm, 9. Ne, das schaffe ich. Ne, krieg ich nie und nimmer hin. Komm jetzt 5 Sekunden. Nee, 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 nee. Zeit ist wirklich hier sehr, sehr hart. Die ist wirklich sehr, sehr hart hier. Wow. So, diesmal. Ich arbeite lieber mit einem großen Bildschirm. Ich war jetzt beim Aufnahmebildschirm. Ich kann leider den Bildschirm jetzt hier nicht ändern. Ja, scheiße. Dann haben wir uns ausgelassen. Vielleicht sollte ich mich nicht um jeden Peanuts hier kümmern. Ich weiß es nicht, aber gerade am Ende habe ich ja dann auch welche. Münzt du, dass du alle... Ja, moin. Wortspiel, verstehe. Münzt du statt meinst du? So,
So. Ich halte auch die Wipfel nur mit beiden Händen fest, weil ich so ein bisschen angespannt. Ich bin sehr angespannt. Ich bin wieder und sehr angespannt. So, die eine Münze da hinten lasse ich sogar mal aus. Um Zeit zu sparen. 1:14 noch. Ich habe eben zum Beispiel auch nicht gelesen, was der da gemeint hat. Und hier habe ich jetzt auch ein paar ausgelassen. Nein, nicht gut, nicht gut. Komm, fahr. Roll. Nicht fahr, sondern roll. So, jetzt hier alle Münzen mitnehmen. Alle Münzen. Ah, dieses Mal bin ich hier auch sowieso schneller unterwegs. Sehr schön. Ah, 2 ausgelassen. Nein. Nochmal 2 ausgelassen. Dafür bin ich hier sehr, sehr schnell durch. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Zeit. Ich glaube, vorhin war ich hier bei 20 Sekunden oder so. Noch 20 Münzen. So, hier muss ich alle sammeln. Ich muss hier alle sammeln. 3 Münzen sind auf dem Weg. Bedeutet, die 4. Münze ist dann hier drin. Genau. Dann kann ich dann noch nur... Ah, okay, wir haben es. Wir haben es. Nice. Oh, ein Roboter. Ja, moin. Wow. Oh, Wahnsinn. Du hast es wirklich geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, ich bin jetzt mit den Nerven am Ende. Ich brauche jetzt eine Pause. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich weiterhin auf die Welt S. Das wird noch mega geil mit vielen Fails. Gerade die nächsten 2 Galaxien, die sind noch härter als die 2 Kometen, die wir jetzt hier gesehen haben. Und so die nächsten 3. Ja gut, beim Super Mario Sunshine Level weiß ich nicht mehr, was da ist. Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht mehr, wie schwer das ist. Aber danach die 2 Galaxien. Hier diese... Ja genau, die 2, die wir in diesem Part gemacht haben. Die Kometen da, das wird sowas von hart. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin und bye bye.